So, magst du jetzt? Hä? Magst du jetzt? Guck da. Wunderschöne Pflöckchen. Jawohl. Fein. Das ist so schön am Finger, wenn sie den umklammern. Fein. Wunderherrliches Gefühl. Ganz kleine Spitzigereien habt ihr, ne? Ja. Was, das warst du doch eben da unten. Ja, klar. Du warst trocken, glaube ich zumindest. Ach, guck an. Dich habe ich den ganzen Morgen noch nicht gesehen. Tja, jetzt bin ich belegt. Aber du kannst ja einfach mal dazu hopsen, hä? Wäre das was? Zum Mäuschen? Naja, da traust du dich nicht, ne? Schön wäre das ja schon. Ui, das wäre es natürlich jetzt. Na komm, trau dich, Brutkehlchen. Die Meise hat bestimmt nichts dagegen. Hm? Guck da. Ui, du pickst wieder auf dem Finger rum. Schön. Mach weiter. Das ist herrlich. Nein. Gut, das hast du ein Plöckchen. Rotkehlchen? Ah, jetzt ist das Rotkehlchen natürlich unten. Ja, es gibt ja hier Ausweichmöglichkeiten zum Futtertopf. Ah, ja. Ui, was war das? Das war doch ein großer Vogel irgendwo. Der ganze Ast hat ja richtig gezittert. So, wer bist du? Sumpfmeise wieder. Ach, du bist wieder hier oben. Na, dann komm hoch. Eben ist Platz. Ich hab gedacht, du wärst unten. Warst du bestimmt auch, ne? Ja. Und jetzt? Hier, guck. Perfekt. Vom Schnabel. Meißchen kommt. Jetzt musst du dich beeilen. Jawohl. Schön. Bist du wieder? Ja. Tja, du bist trocken. Deine zwei Kollegen sind bitschepatsche nass. Guck mal, das ist der Finger. Ah, das klappt noch nicht. Aber eins von euch lässt sich streicheln. So, magst du? Ah, da unten gibt's auch was, jo. Du kannst auch hin. Ui, ich sag nur, du holst schon Körnchen. Hä? Holst du schon Körnchen? Nein, komm hier. Bist du wieder dran. Da sollte man ja auch noch viel Hunger, ne? Es ist ja noch früh. Lameise sitzt neben mir und trinkt was. Hat Durst. So, wo seid ihr denn jetzt alle hin? Ach, überall. Ja, du bist auch putschnass. Ja, richtig schön nass. So, jetzt habe ich wieder lang genug hier gestanden.